Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen, aber feinen Liquid Clip, Freunde. Heute geht's um den Dampf-Alien. Ich mach mal schnell die Flasche hier zu. Putz, Digga. Zack. Dampf-Alien. Get up. Seht das hier? Nice Label. Ich hätte eigentlich schon mal das T-Shirt angezogen, aber es ist in der Wäsche, Freunde. Hab nur eins, deswegen heute keins. So, bei Get up geht's darum: Orangencreme mit süßer Zitrone. Okay. Süßer Zitrone. Ist irgendwie so ein. Ist das ein Widerspruch in sich? Keine Ahnung. Kann ich jetzt so ganz nachvollziehen. Wie gesagt, Dampf-Alien könnt ihr auschecken über Google. Weil der Link ist ja eigentlich auch unten in der Videobeschreibung drin. Könnt ihr draufklicken, könnt ihr euch mal angucken. Also ich finde die Aufmachung und die Labels finde ich eigentlich echt geil. So, die Maske, die kenne ich auch irgendwo her. Also jetzt nicht unbedingt genau dieselbe, aber so in der Art. Habe ich auch schon mal auf dem Paintball-Feld gesehen. Ist eigentlich sau fett. Wie gesagt, 70% VG, 30% PG, ne, das kommt alles in einem Nuller. Muss halt noch fertig aufgefüllt werden mit Base oder Nikotinshot, ne, je nachdem, was ihr benötigt, Freunde. So, ich würde sagen, ich probiere das Ganze jetzt einfach mal. Also ich habe das Gefühl, das sind alles so sehr natürliche Sachen. Ist genauso wie das All Day hieß, glaube ich, einfach nur, genau. Sorry, ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Ich habe übelst trockenen Hals. Also, man hat auf jeden Fall ein sehr crazy Orangenempfinden. Zitrone schmeckt man auch raus. Er hat mir jetzt irgendwie hinten dran geschrieben, schmeckt nach einem 2. Auf diese Verzehrkarte schmecke ich jetzt nichts wirklich davon, wenn ich ehrlich bin. Ich habe sogar das Gefühl, dass da noch Minze irgend so ein Zeug drin ist. Das verwirrt mich gerade alles so ein bisschen. Ne, es hat noch ein Tröpfler da gestanden, der nebeneinander gestanden. Ich dachte, vielleicht habe ich den falschen, aber ist nicht so. Bin ja kein Noob, ne, Freunde? Sehr, sehr reale, authentische Geschmäcker. Von der Orange, von der Zitrone, aber leider nicht, wie er das beschrieben hat, schmeckt nach einem 2 eigentlich nicht. Ich werde ihn auf jeden Fall mal anschreiben, werde mal fragen, vielleicht ist hier irgendwas schief gelaufen. Kann immer mal passieren in der Produktion, dass mal was passiert, falsch läuft, schief läuft, falsch gelabelt wird, what else? Schade eigentlich, ich habe mich eigentlich so auf Orange gefreut. Das ballert jetzt nicht so, also es ist halt nicht süß, ne? Es ist halt einfach nur authentisch. Und das reicht doch letztendlich schon, um das Ganze zu beschreiben, weil wenn es relativ real schmeckt, kann sich jeder ausmalen, in welche Richtung das geht. An der Stelle, Freunde, stay true, join the Webster of Life und bis demnächst.